Ja, um was geht's heute? Altes Bundeswehrthema, und zwar um den Geheimcode, den inoffiziellen Geheimcode. Putz- und Flickstunde, was heißt das? Den Code, den habe ich das erste Mal kennengelernt in der Grundausbildung. Und es hat sich so ein bisschen fortgesetzt durch die ganze Bundeswehr, nachher Unteroffizierslehrgang oder auch beim Arbeiten nachher auf der Teileinheit. Und zwar geht es tatsächlich um den Codenamen Putz- und Flickstunde. Das war meistens irgendwann am Nachmittag in der Grundausbildung, wenn der Ausbilder zufrieden war, er hat dich genug geschunden, wir haben uns genug unterworfen oder er hat keinen Bock mehr gehabt, was mit uns zu machen, dann fiel der Geheimcode Putz- und Flickstunde, wegtreten auf den Stuben. Und das war das Zeichen, um was zu machen, nicht etwa um abgerissene Knöpfe anzunähen oder irgendwelche Essgeschirr zu putzen. Nein, es war der inoffizielle Code. Jetzt geht er irgendwo hin auf die Bude, verhaltet euch ruhig, lasst euch nicht mehr sehen oder macht sonst was, fallt nicht auf beim Kompaniechef und dann habt ihr jetzt schon frei und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das haben wir dann auch gemacht. Egal ob das in der Grundausbildung, im Unteroffizierslehrgang oder nachher auf den Teileinheiten war, wenn man dich nicht mehr gebrauchen konnte oder der Ausbilder hat keinen Bock mehr gehabt oder der Hauptfeldwebel mit dir was anzuschaffen oder was zu machen, dann wurde Putz- und Flickstunde befohlen. Okay, abgerissener Knopf ist eine Katastrophe teilweise. Das werden wir mal besprechen, wenn wir uns dieses Teil mal anschauen und mal auspacken. Aber heute geht es tatsächlich um diesen Pseudocode. Man ist natürlich nicht auf die Stube gegangen gleich und hat da Knöpfe angenäht und Sachen geputzt. Nein, man ist zum Beispiel in die Kantine gefahren, ins Mannschaftsheim und hat sich da ein Bierchen gekauft oder eine Zigarette geraucht oder nett geratscht oder Scheiß gemacht. Und meistens ging es da so um 1,5-2 Stunden, die man zur freien Verfügung hatte. Man hat es dankbar angenommen und jeder Soldat wusste, was angesagt war, wenn Putz- und Flickstunde befohlen wurde. Es war so schon ganz kurz und knapp heute, bloß so ein kleiner Lückenfüller. So eine kleine Idee, die mir gekommen ist zum Erzählen. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt oder diesen Code auch kennt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen. Es ist immer Bestätigung, dass ich keinen Müll erzähle, sondern aus dem wahren Leben berichte. Also macht euch einen schönen Feiertag, soweit der Allheiligen schön sein kann. Ich war schon auf dem Friedhof, habe schon alles geregelt und wir sehen uns vielleicht nächste Woche, wenn mal wieder was einfällt. Glückwünsche gehen noch raus bei dem Video an den Helmut. Der hat heute Nacht die 5000er Marke geknackt. Gratulation dafür, hast du es verdient. Ciao und Servus beieinander.